Der Ottomotor ist ein Verbrennungsmotor, der als ein Meilenstein der Naturwissenschaften gilt. Er wurde nach dem deutschen Erfinder Nikolaus August Otto benannt, der an dessen Entwicklung maßgeblich beteiligt war. Ottomotoren wurden und werden zum Beispiel in Motorrädern und Pkw eingesetzt. In dieser Animation wird der Viertakt-Ottomotor beschrieben. Dieser besteht aus einem Kolben, der in einem Zylinder auf- und abfährt. Dabei bezeichnet man den höchsten Punkt, den der Kolben erreicht, als oberen Totpunkt. Der niedrigste Punkt wird als unterer Totpunkt bezeichnet. Das Volumen zwischen beiden Punkten ist der sogenannte Hubraum. Der Kolben ist über eine Pleuelstange mit der Kurbelwelle verbunden. Die Kurbelwelle leitet die Rotationsbewegung an das Getriebe weiter und treibt die Räder an. Zwei Nockenwellen über dem Zylinder sind für die Steuerung des Ein- und Auslassventils zuständig. In aller Regel ist die Nockenwelle über einen Riemen mit der Kurbelwelle verbunden. Das Übersetzungsverhältnis beträgt meist 2 zu 1. Die Kurbelwelle dreht sich somit doppelt so schnell wie die Nockenwelle. Bei Ottomotoren findet sich zudem eine Zündkerze. Diese soll später das Gemisch durch einen Funken zur Explosion bringen. In einem Viertakt-Ottomotor laufen 4 voneinander getrennte Prozesse nacheinander ab. Beim ersten Takt wird das Einlassventil durch den Nocken geöffnet. Das Benzin-Luft-Gemisch, das hier gelb dargestellt ist, wird in den Zylinder gesaugt. Im zweiten Takt wird das Einlassventil geschlossen und das Benzin-Luft-Gemisch im Zylinder verdichtet. Je höher das Verdichtungsverhältnis, desto höher ist der Wirkungsgrad. Jedoch steigt mit höherem Verdichtungsverhältnis auch die Möglichkeit einer spontanen, ungewollten Selbstentzündung. Der dritte Takt ist der Arbeitstakt. Der Funke der Zündkerze entzündet das Benzin-Luft-Gemisch, das explosionsartig verbrennt. Dadurch wird der Kolben nach unten gedrückt. Im vierten Takt wird das Auslassventil geöffnet und die Verbrennungsgase, die bei der Explosion entstanden sind, werden aus dem Zylinder gedrückt. Diese Abgase werden hiernach gefiltert aus dem Auspuff ausgestoßen. Die Kurbelwelle leitet schließlich die Rotationsbewegung an das Getriebe weiter, wodurch zum Beispiel das Auto fährt. Oft findet sich hierbei nicht nur ein Zylinder im Motor, sondern 2, 4 oder noch mehr, um die Leistung zu erhöhen.